Dieses Wort As-Sidq, was er hier übersetzt, der Übersetzer als Ehrlichkeit oder Aufrichtigkeit, es scheint ja eine Wiederholung zu sein. Wir haben ja das Kapitel Al-Ikhlas gelesen, ganz am Anfang, ne? Das Kapitel über den Ikhlas und den Absichten. Und da haben wir über die Aufrichtigkeit gesprochen. Also ist dann der Sidq hier, As-Sidq, ist das nochmal das Gleiche oder gibt es da einen Unterschied? Tatsächlich gibt es einen Unterschied zwischen dem As-Sidq und dem Ikhlas. Es ist etwas, ja, da gibt es Differenzen. Grundsätzlich sagen die Ahlus-Suluk, das sind diejenigen, die sich mit der Tazkiyah und dem Tasawwuf und so weiter beschäftigen. Also mit der Charakterreinigung und diesen innerlichen Aspekten der Ibadat. Sie sagen, der As-Sidq, wenn man ihn ganz kurz zusammenfassen möchte, ganz kurz und knapp darstellen möchte, der Sidq bedeutet, dass das Innerliche und Äußerliche im Einklang stehen. Dass du innerlich so bist, wie du äußerlich zeigst und äußerlich genau das Äußere von dir dein Inneres widerspiegelt. Ohne Unterschiede. Ohne irgendwelche Differenzen. Verstehst du? Das heißt sozusagen Transparenz. Und der As-Sidq hat da aus diesem Aspekt diverse Ähnlichkeiten mit dem Ikhlas. Auf jeden Fall wird das Wort As-Sidq, wie wir gelernt hatten in der Lesung von dem Muhtasar Minhaj al-Qasidin, diese Reihe, die wir mal in der Moschee begonnen hatten. Da hatten wir gesprochen, dass dieses Wort As-Sidq, was wir auch als Ehrlichkeit übersetzen, die Ehrlichkeit ist nicht nur bezogen auf die Zunge. Man kann auch ehrlich sein, oder die Ehrlichkeit betrifft auch deine Zustände, auch deine Handlungen. Und es gibt einige Verse, in denen Allah Ta'ala zu dieser Ehrlichkeit aufruft, diese Ehrlichkeit mit sich selbst, mit Allah Ta'ala, mit den Leuten. Allah Ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanuttaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Das ist der erste Vers, mit dem er hier dieses Kapitel einleitet. Dieser Vers, O ihr, die Iman habt, habet Taqwa vor Allah, indem ihr das meidet, was er euch verboten hat, und das ausführt, was er euch geboten hat. Das ist die Taqwa. Und wa kunu ma'as-sadiqin, und seid mit den Sadiqin. Sadiqin sind die Leute des Sidq, die diese Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit haben. Interessanterweise ist dieser Ausdruck viel intensiver und aussagekräftiger, als wenn der Vers sagen würde, und seid ehrlich. Seid ehrlich ist nicht so intensiv und aussagekräftig wie diese Aussage, und seid mit den Sadiqin, und seid mit den Wahrhaftigen, mit den Ehrlichen, den Aufrichtigen. Deswegen sagt Allah Ta'ala, das kommt häufig im Koran vor, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, und werft euch, geht in die, verbeugt euch mit den sich Verbeugenden. Man sagt nicht einfach, verbeugt euch. Und in der Geschichte von Musa, als Musa a.s. davon sprach, das hatten wir auch im letzten Satz erwähnt, der Vorfall mit der Schächtung. Er sagte dann, A'udhu billahi an akuna min al-Jahilin. Ich suche Zuflucht bei Allah davor, dass ich von den Jahilin bin. Er sagt nicht, dass ich ein Jahil bin. Ich suche Zuflucht bei Allah davor, ein Jahil zu sein, ein Ignoranter zu sein, also ein Unwissender. Er sagte, ich suche Zuflucht von ihnen zu sein. Dieser Ausdruck ist, er ist intensiver. Und zwar, außerdem beinhaltet dieser Ausdruck hier nicht nur den Befehl, sich diese Eigenschaft anzueignen und sich diese Eigenschaft zu erstreben, sondern auch sich von diesen Leuten zu umgeben. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, seid mit den Wahrhaftigen. Und das ist der Grund, warum das so ist, ist wohl selbsterklärend. Dir wird anbefohlen, dir diese Eigenschaft anzueignen, und dir wird anbefohlen, dich von diesen Leuten zu umgeben.
Diese Leute sind wie ein Schutzwall für dich. Sie sind wie ein Schutzwall für dich, aus dieser Charaktereigenschaft herauszutreten. Solange du von ihnen umgeben bist, bist du unter ihrem Einfluss und sie sind für dich wie eine Art Schutz. Genauso auch das mit dem Warka'u ma'ar-Raki'in. Allah Ta'ala sagt, verbeugt euch mit den sich Verbeugenden. Auch es ist der Einfluss einer Gesellschaft auf einen Einzelnen ist ja nicht, steht außer Frage, das muss man nicht beweisen. Aber ich meine, der Koran macht uns immer wieder darauf aufmerksam, durch derartige, ich nenne es mal jetzt verdeckte Hinweise, dass die Gesellschaft eines Menschen, die ihn umgibt, ihn beeinflusst, im Guten sowie im Schlechten. Und wenn er gut ist, der Mensch sowieso gut ist oder diverse Aspekte des Guten hat, dann ist diese Gemeinschaft ein Schutz vor ihm, für ihn, ja, diese Eigenschaften nicht zu verlassen. Denn der Mensch ist jeden Tag ein anderer Mensch. Der Mensch ändert sich ständig in seinem Leben. Das Herz des Menschen ist nie statisch, es ist nicht fest. Deswegen nennt man das auch das Herz auf Qalb. Qalb heißt es auf Arabisch. Ein Dichter sagte mal ungefähr, sagt, wa ma summiya al-qalbu illa li taqallubihi oder so ähnlich. Er sagt, das Herz wurde nur Herz genannt aufgrund seines Taqallub. Ihr hört die Ähnlichkeit zwischen dem Wort Qalb und Taqallub. Taqallub bedeutet, wenn sich etwas ständig wendet und dreht und ändert. Das Herz wird deswegen so genannt. Deswegen heißt es auch in einem der Athar, der Überlieferungen, da heißt es, das Herz des Menschen ist wie eine Feder im Strom des Windes. Diese Feder wird mal nach oben getrieben, mal nach rechts und mal nach links und mal entfällt der Wind und dann fliegt sie wieder auf den Boden. Und so ist das Herz des Menschen. Und diese Umgebung, diese Gesellschaft kann für dich wie ein Schutzwall sein, auch wenn der Wind kommt, der treibt dich immer nur in eine Richtung. Meshi. Na. Wa kunu ma'a as-sadiqin. Dieser Vers übrigens ist in der Surah At-Tauba. Und der Vers schließt die Geschichte von Ka'b ibn Malik ab. Diese Verse beginnen in der Surah At-Tauba mit der Aussage Allah Ta'ala, wa 'ala ath-thalathati alladhina khulifu und die drei, die hinterlassen worden sind. Und endet dann mit diesem Vers. Ja, ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ihr, die Iman habt Taqwa vor Allah und seid mit den Sadiqun, mit den Wahrhaftigen. Mit diesem Vers wird die Geschichte abgeschlossen. Und ihr wisst ja, in dieser Geschichte ging es tatsächlich auch um Ehrlichkeit. Ehrlichkeit mit sich selbst und mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Denn in diesem Vers oder in dieser Geschichte hat Allah Ta'ala die Menschen in drei Kategorien eingeteilt. Einmal diejenigen, die ehrlich waren in ihrem Iman, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam treu waren, die mit ihm gegangen sind und ausgezogen sind. Dann gab es die Munafiqun, die Entschuldigungsgründe erdichtet haben und den Propheten sallallahu alaihi wasallam angelogen haben, dass sie deswegen und wegen diesen und jenen Gründen verhindert waren. Und dann gab es nochmal diese dritte Kategorie, Ka'b ibn Malik und seine zwei Gefährten, die zwar keine Entschuldigung hatten, aber die ehrlich waren mit dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, zumindest in ihren Aussagen, die sie getätigt haben. Und die sind auch erfolgreich am Ende gewesen. Auch sie waren am Ende erfolgreich und deswegen befiehlt Allah Ta'ala hier die Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, yani, einzuhalten. Und Ka'b ibn Malik sagt ja in dem Hadith, er sagt ja, ich weiß, dass mich heute nichts anderes als der Sidq, die Ehrlichkeit, gerettet hat.